Liebe Geschwister, Al-Haythami, Allah möge mit ihm zufrieden sein und ihm seine Barmherzigkeit zukommen lassen, einer der Gelehrten. Er gab diesen Hadith, den folgenden, als akzeptabel weiter. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. Es gibt für jede Angelegenheit, für jede Sache eine Realität. Und der Diener erreicht nicht die Realität des Iman, die Realität des Imans, außer wenn er verinnerlicht hat, dass das, was ihm zugestoßen ist, dass das, was in sein Leben eingetreten ist, ihn nicht hätte verfehlen sollen und das, was ihn verfehlte, was nicht in sein Leben eingetreten ist, nicht in sein Leben hätte eintreten sollen. Das ist derjenige, der die Realität des Imans verinnerlicht und erreicht hat. Eine weitere Begebenheit, umstrittene Begebenheit, die Hadith-Gelehrten sind sich nicht einig, hat das stattgefunden oder hat das nicht stattgefunden, aber darin liegt eine pädagogische Lektion in der Wiedergabe dieses Ereignisses beziehungsweise im Überliefern dieses Berichts. Dass Haritha, Allah möge mit ihm zufrieden sein, ein Prophetengefährte, eines Morgens vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angetroffen wurde und er fragte ihn, Kaifa asbahta ya Haritha? Wie geht es dir am Morgen, o Haritha? Und er antwortete, Asbahtu mu'minan haqqa. An diesem Morgen bin ich ein wahrhaftiger Mu'min. Mashallah, das sind schöne Worte, wenn man sie sprechen kann. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wollte diese Worte kritisch hinterfragen. Und er sagte, Li kulli shay'in haqiqa. Für jede Sache gibt es eine Realität, eine Bestätigung. Fama haqiqatu imanik. Was ist also die Realität deines Imans? Was bestätigt deinen Iman? Jetzt seid ihr natürlich alle auf die Antwort gespannt. Diese werde ich euch heute nicht geben, liebe Geschwister, weil es nicht um die Antwort von Haritha geht, sondern es geht um die Antwort, die du für Allah Ta'ala vorbereitet hast, lieber Bruder, liebe Schwester, die Antwort, die du vorbereitet hast. Was ist die Realität deines Imans? Die Realität deines Muslimseins? Was macht dich denn anders? Was hat der Islam bei dir verändert? Oder ist das einfach so ein folgenloses Bekenntnis? Du bekennst dich zum Islam, aber es hat keine Folgen, ob du nun Jude wärst oder Christ oder Muslim. Du wärst dieselbe Person. Ob du nun Atheist wärst, ob du nun Polytheist wärst, du wärst dieselbe Person. Stellt euch vor, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte euch diese Frage gestellt. Ma haqiqatu imanik? Was ist die Realität deines Imans? Ich möchte mit einer weiteren Frage eröffnen. Was machst du nächstes Wochenende? Morgen in 8 Tagen. Wie schnell ist die Antwort bei dir? Hat jemand von euch innerlich geantwortet? Ja, natürlich bin ich am Abend in der Moschee, weil da beten wir nämlich schon. Ja? Oder musstet ihr zögern? Umso mehr man zögerte, umso mehr man fragt, ja, was mache ich eigentlich nächstes Wochenende? Liebe Geschwister, umso wichtiger ist man, dass man die erste Frage für sich richtig beantworten kann, für Allah Ta'ala richtig beantworten kann. Was ist die Realität deines Imans? Hat dein Iman dich schon dazu geführt, zu wissen, was du nächsten Freitag machst, zu wissen, was du nächsten Samstag machst? Dass du einen Plan erstellt hast, was willst du im Ramadan erreichen? Dass du einen Ablauf erstellt hast? Wann lernst du? Wann bist du bei der Familie? Wann lädst du jemanden ein? Wann bist du wo, in welcher Moschee?
Wann trägst du vielleicht auch Verantwortung, hilfst in der Küche mit, hilfst bei der Sauberkeit mit, hilfst bei der Regelung der Parkplätze mit, etc. Und das gilt nicht nur für diese Moschee, liebe Geschwister. Es gilt für alle muslimischen Moscheen Deutschlands. Ja? Über 2000 Moscheen werden die Hilfe von Freiwilligen benötigen. Also was machst du nächstes Wochenende? Beziehungsweise was ist die Realität deines Imans? Die nächste Frage, liebe Geschwister, die habe ich mir selber gestellt. Und Alhamdulillah, nun habe ich eine Antwort darauf, die mich befriedigt. Isa alayhi salam wird im Koran zitiert. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Und der Friede ist auf mir oder war auf mir am Tage meiner Geburt. Und wird auf mir sein am Tage oder im Moment meines Sterbens und im Moment meiner Wiederauferweckung. Ich habe mich gefragt, was bedeuten diese Worte? Der Friede wird auf mir sein innerhalb dieser drei Begebenheiten. Warum sagt er das? Warum sagt Isa alayhi salam das? Das habe ich mich lange Zeit gefragt, liebe Geschwister. Und die Antwort wird inshallah auch euch heute noch erreichen, inshallah. Anfangen möchte ich damit, dass Ibn al-Qayyim gesagt hat, übersetzt, die Wahrheit ist, dass alle Handlungen Gottes, Allahs, und dass alle seine Handlungen und Gesetze, Weisheiten und Ziele, Zielsetzungen aufweisen. Also jede Gesetzgebung Allah Ta'alas und all seine Handlungen, ja nicht jede Handlung ist eine Gesetzgebung, all dies beinhaltet Zielsetzungen und Weisheiten. Und er sagt, selbst wenn die Geschöpfe sie im Einzelnen nicht kennen, so bedeutet ihre Unkenntnis über sie nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Heute möchte ich mich mit den Weisheiten und den Zielsetzungen des Ramadans näher beschäftigen. Oft findet man eine Antwort bereits in der Sprache. Was bedeutet eigentlich Ramadan? Was bedeutet eigentlich Ramadan? Welche anderen Bedeutungen lassen sich aus den Wurzeln dieses Wortes ableiten? Liebe Geschwister, interessanterweise stammt das Wort oder beinhaltet dieses Wort unter anderem Ar-Ramda. Ar-Ramda, liebe Geschwister, ist die starke Hitze. Die starke Hitze. Allah Ta'ala wählte, dass dieser Monat, der Fastenmonat, den Beigeschmack sprachlich der starken Hitze hat. Und inshallah werden wir dieses Jahr den heißesten Ramadan erleben. As-Sawm, das Fasten. Was bedeutet Fasten eigentlich? Bedeutet die Zurückhaltung. Das heißt, Allah Ta'ala erwählte für uns den Ramadan als Monat der Herausforderungen. Wir werden von außen herausgefordert, die Hitze, und wir werden von innen herausgefordert, durch die Enthaltung, durch das Abstandnehmen. Und das, liebe Geschwister, stellt unsere Erziehung, unsere persönliche Weiterentwicklung sicher. Denn unser Schlafrhythmus wird umgestellt. Wir werden zu anderen Zeiten aufstehen und Schlaf benötigen auch. Und unser Essensrhythmus wird ebenfalls umgestellt. 18 Stunden Fasten, liebe Geschwister. Und mit diesen Veränderungen geht Stress einher. Ihr alle kennt das Wort wahrscheinlich Psychosomatik. Das heißt, dass der Zustand des Geistes sich auf den körperlichen Zustand auswirkt. Und es gibt die sogenannten psychosomatischen Krankheiten. Weil es dir innerlich, seelisch nicht gut geht, macht sich das an deinem Körper bemerkbar. Und wir alle kennen auch den Placebo-Effekt. Es gab sogar, subhanallah, eine Studie, fragt bitte nicht wo, die Antwort ist immer, ja, bei diesen verrückten Angelegenheiten in den USA, dass man Knieoperationen bei einer bestimmten Gruppe vorgetäuscht hat. Einfach nur eine Narbe hinterlassen hat und dann gesagt hat, die Operation war erfolgreich.
Und bei einem Großteil derjenigen, die gar nicht operiert wurden, aber dachten, dass sie operiert worden waren, war noch nach Jahren der Eindruck, dass die Knieoperation ihnen viel weiter geholfen hat. Psychosomatik, der Placebo-Effekt, ja, die Verabreichung einer Sache, die gar keine Wirkung eigentlich hat, außer der psychologischen. Und nun, liebe Geschwister, lernen wir ein neues Wort möglicherweise, ich habe es auch erst vor wenigen Monaten gelernt, nämlich somatopsychisch. Somatopsychisch, dass sich der Zustand des Körpers auf die Psyche auswirkt. Und ja, Allah wollte, dass wir durch diesen Monat der Entbehrungen, durch diesen Monat der Herausforderungen auch in diese dunkle Kammer unserer Psyche gehen. Stress wird ausgelöst. Verdrängte Gedanken kommen hoch. Wir werden vielleicht etwas traurig, wir werden vielleicht etwas aggressiv. Wir spüren diesen Frust aufgrund unseres körperlichen Zustandes. Diese Weisheit, liebe Geschwister, ist im Ramadan angelegt, auf dass wir uns mit diesen Dingen konfrontieren und durch die Konfrontation auch weiterentwickeln. Und das war die Antwort, subhanallah, auf diese Frage, warum Isa alayhi salam gesagt hat, dass Friede auf ihm sein wird am Tage seines Sterbens, der noch bevorsteht, und am Tage seiner Auferweckung, und Friede auf ihm bereits war am Tage seiner Geburt. Weil diese drei Zustände sind die extremsten in Sachen Veränderung. Die Geburt, das Sterben und das Wiederauferwecktwerden. Bei diesen drastischen Veränderungen, liebe Geschwister, geht natürlich auch, ja, Stress ist zu wenig, geht ein Drama einher. Und in diesen drei normalerweise Dramen war Isa alayhi salam befriedet, subhanallah. Als Begleiterscheinung seines Prophetentums, subhanallah. Aber für uns, liebe Geschwister, Allah Ta'ala fordert uns heraus. Er will, dass wir mitleiden. Er überfordert uns nicht, aber er fordert uns heraus. Und darin liegt ein großer, großer Segen. Warum fasten wir, warum ist es uns zur Pflicht auferlegt, wenn wir die Pubertät erreichen? Ich machte mir darüber Gedanken und ich stelle fest, dass die Erziehung seitens der Eltern, seitens der Schule, ja, die sogenannten Sozialisationsinstanzen, ja, die Gesellschaft noch dazu gerechnet, also das, was einen sozialisiert, was einen zum sozialen Menschen macht, sie ist am effektivsten bis zur Pubertät. Gerade die elterliche Erziehung ist am effektivsten bis zur Pubertät. Und dann ist man oft auf sich alleine gestellt. Weil vielleicht die Älteren meinen, der muss jetzt selber klarkommen. Das habe ich ihm schon 1000 Mal gesagt, wortwörtlich. Ohne Übertreibung, wortwörtlich. Kann ich gut nachvollziehen. Manchmal wiederholt sich ein Elternteil 20, 30 Mal am Tag. Das heißt, man kriegt nicht mehr liebevolle Ratschläge so oft mitgegeben. Vielleicht auch, weil man sich so arrogant verhält als Pubertierender, als Jugendlicher. Das heißt, ab da ist man oft, im wahrsten Sinne des Wortes, auf sich allein gestellt. Oft nimmt man die Erziehung gar nicht an. Man rebelliert. Oft meint man, seinen eigenen Weg gehen zu müssen. Und gerade da wird es zur Pflicht, dass man fasten muss. Weil Allah Ta'ala diesen Rebellen nicht einfach in die Irre gehen lassen möchte, sondern er möchte ihm eine Erziehungskur mitgeben, liebe Geschwister. Und dazu müssen unsere Routinen, unsere Gewohnheiten, unsere Bequemlichkeiten aufgebrochen werden. So war es auch seit jeher. Dass wir selbstständig auf Toilette gehen können, liebe Geschwister, liegt daran, dass unsere Routinen, unsere Bequemlichkeiten, unsere Gewohnheiten aufgebrochen wurden. Das geht mit jedem Erziehungsprozess einher. Aber Alhamdulillah ist der Lohn dessen die Selbstständigkeit, das Selbstbewusstsein, dass man weiß, wer man ist. Identität wird angelegt, Eigenständigkeit, die Fähigkeit, Verantwortung zu tragen. Weil man sich selbst helfen konnte, kann man nun auch anderen helfen.
Das ist es, liebe Geschwister, was mit Erziehung einhergeht. Und jede Erziehung verlangt eine Herausforderung oder fordert einen heraus, verlangt eine Weiterentwicklung von uns. Und Identität in dieser Zeit, liebe Geschwister, wo so vieles relativ geworden ist, in Zeiten von Conchetta Wurst und Co., ja, Identität ist sehr wichtig. Ich möchte euch zitieren aus einem Buch, dessen Inhalte ich sehr schätze, auch wenn ich nicht mit allem konform werde gehen können, von Armin Langer, einem angehenden Rabbiner, der in diesem Buch den Zentralrat der Juden kritisiert, die Berliner SPD, Ahmed Mansour und Co., der den antimuslimischen Rassismus beim Namen nennt in dieser Gesellschaft und die Strukturen in Politik und Gesellschaft mit kritisiert, der es abgelehnt hat, nach Israel auszuwandern und dort die Verhältnisse auch sehr stark kritisiert. Ich möchte zitieren, er schreibt, ich esse bewusst keine Cheeseburger. Ja, die Mischung zwischen Milch und Milchprodukt und Fleisch ist verboten, nach einer Auslegung im Judentum, weil dieser Verzicht meine jüdische Identität stärkt, sagt Armin Langer. Meiner Meinung nach sind die Speisegesetze die Garantie gegen Assimilation. Die Garantie gegen Assimilation. Allah Ta'ala sagt im Koran, Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi Sibratan wa nahnu lahu abidun. Die Färbung Allahs. Und wer ist ein besserer Farbengeber? Ein Identitätsgeber, wie andere im Kontext übersetzen, nicht sprachlich, aber im Kontext übersetzen, als Allah. Und ihm sind wir Dienende. Der Ramadan, liebe Geschwister, er stärkt unsere Identität. Warum wurde das Wort Sibra hier verwandt im Koran? Die Sprachwissenschaftler und die Religionswissenschaftler haben gesagt, weil die Färbung das Gewand durchdringt. So wie die Religion das Herz des Menschen durchdringt. Also die Gleichsetzung zwischen Sibra, der Färbung und der Religion, wurde von den großen Koran-Kommentatoren gesetzt. Das heißt, das, was uns Identität gibt. Und wenn wir keine Identität haben, liebe Geschwister, dann sind wir wie ja, diese Gestalten im Film, wie die Zombies. Wir laufen einfach hinterher. Aus Angst vor dem Gruppendruck, der häufig ohne eine physische oder verbale Drohung erfolgt. Der wird so wahrgenommen, ja, aber es erfolgt oftmals gar kein Druck oder keine Bedrohung, keine Erpressung, aber er ist irgendwie da. Wenn wir keine Identität haben, liebe Geschwister, dann sind wir wie das Vieh. Man kann uns nach links und nach rechts und in irgendwelche Schluchten hineintreiben und wir merken es noch nicht einmal. Ich möchte aus der Soziologie einige Experimente aufführen. Solomon Asch, vor knapp 60 Jahren, er macht ein Experiment. Es gab eine Versuchsperson, alle anderen waren Schauspieler. 5 bis 7 Personen, sie sagten, in den ersten 6 Durchgängen wahrheitsgemäß, dass dieser Strich hier zu eurer Linken genauso groß ist wie der Strich in der Mitte zu eurer Rechten. Und die einzige Versuchsperson am Ende bestätigte dies. Ist ja auch einfach, ist eine einfache Aufgabe. Aber ab dem 7. Durchgang, es gab immer verschiedene Anreihungen und es war locker zu lösen. Es war keine Herausforderung für das Auge. Ja? Ab dem 7. Durchgang haben dann die 5 bis 7 Schauspieler am Anfang andere Angaben gegeben. Ja, dieser Strich dort, ja, zur Linken, der ist so wie der hier oder so wie der hier. Also offensichtlich falsch. Und was ist dann passiert, subhanallah? Nur 1/4 der Versuchspersonen blieb standhaft bei der Wahrheit. Warum? Da war so ein Gruppendruck im Raum. Man möchte nicht anders sein. Okay, bei diesem Strichversuch, liebe Geschwister, ist das ja noch harmlos. Aber einer seiner Mit-Soziologen oder Schüler
Stanley Milgram, er machte dann ein anderes Experiment vor 54 Jahren. Wieder gab es nur eine wahrhaftige Versuchsperson, alle anderen waren Schauspieler. Stellt euch vor, ihr kriegt die Einladung, dass ihr 100, 200 Euro in eure Tasche reinstecken könnt und dafür nur auf Knöpfe drücken müsst. Ja? Ihr setzt euch hin in einen Raum, im anderen Nachbarraum, den ihr nicht einblicken könnt, sitzt eine Versuchsperson. Diese Versuchsperson muss Dinge, muss Aufgaben erfüllen, ja, Dinge auswendig lernen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst auf den Knopf drücken, wenn er oder sie eine falsche Antwort gibt, und mit diesem Knopfdruck ist ein Stromschlag verbunden. 40 Psychologen waren sich einig, dass niemand den 300-Volt-Knopf drücken würde. Wie ist das Experiment ausgegangen, liebe Geschwister? Zwei Drittel, also von 100 Personen, knapp 66 Personen, haben sogar den 300-Volt-Knopf gedrückt. Der was auslöst? Klopfen an der Wand. Ich will hier raus, ich beantworte keine Frage mehr. Ah! Ja? Und subhanallah, viele, ich habe jetzt die Zahl leider nicht mehr auswendig, viele machten weiter. Viele gingen bis zum Ende des Experiments, wo man gar nicht mehr hören konnte, wenn der Stromschlag ausgelöst wurde, obwohl man zuvor Schreie gehört hat. Was setzte diese Person so unter Druck? Das Geld war schon in der Tasche. Per Unterschrift konnte man das ihnen nicht mehr wegnehmen. Einfach nur ein Mann, der gesagt hat, machen Sie weiter, das ist wichtig für das Experiment. Keine Erpressung, keine Androhung von körperlicher Gewalt oder von irgendwelchen Konsequenzen. Machen Sie weiter, das ist wichtig für das Experiment. Weil die Vorgaben, dass sie testen, wie Gewalteinwirkung auf den Lernprozess sich auswirkt. Also fördern leichte Schläge auf den Hinterkopf, wie man das damals gesagt hat hierzulande, das Denkvermögen. Das war so die Lüge zu Anfang des Experiments. Jetzt müssen wir uns fragen, liebe Geschwister, was hätten wir gemacht? In dieser Situation. Wären wir auch so Mitläufer gewesen? Und ich kann euch sagen, da wo wir keine Identität haben, da wo wir keine Werte haben, und von wo sollen die Werte kommen? Und wenn man Werte hat, von wo soll die Kraft kommen, gegen den Gruppendruck zu gehen? Liebe Geschwister, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Dann sind wir selber jemand, der bis zum letzten Knopf geht und denkt, ja gut, das ist halt das Experiment. Ne? Ich trage ja keine Verantwortung, sondern der Typ im weißen Kittel dort, der Professor, Doktor, irgendwas. Das kann aus uns werden, ja, von Leuten, die solche Fragen falsch beantworten, bis zu Leuten, die auf Knöpfe drücken, die eventuell das Leben von jemandem auslöschen können, wenn wir keine Identität haben. Aber Alhamdulillah, Allah Ta'ala, Sibiratallah, wa man ahsanu minallahi sibiratan wa nahnu lahu abidun. Alhamdulillah dafür, dass wir uns von Allah Ta'ala färben und prägen lassen. Dass wir es zulassen, dass unsere Religion unser Herz durchdringt. Dass wir wahrheitsliebende Personen sind und keine Angst davor haben, uns auch gegenüber Mehrheiten zu positionieren, die diesen Pfad verlassen. Und sei es bei folgenlosen Experimenten und umso mehr im echten Leben, wenn es darum geht, dass man sogar Menschen eventuell Schaden zufügt, subhanallah. Alhamdulillah für diesen Segen, für diese Schatzkiste des Ramadan. Und all diese Angelegenheiten, liebe Geschwister, der Selbstständigkeit, des Selbstbewusstseins, der Identität, gehen mit diesem Monat einher. Und sind Kern dieses Monats. Allah Ta'ala sagt, und das kann man in diesem einen Wort wiedergeben, in diesem einen Vers wiedergeben, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Gläubigen, o Leute des Iman, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es zuvor den anderen vorgeschrieben war,
auf dass ihr Gottes ehrfürchtig werden möget. Das alles ist in diesem Wort drin, liebe Geschwister, Gottes Ehrfurcht. Wie kann man gottesfürchtig sein und man ist nicht selbstständig? Man lehnt das Geschenk Allahs ab, selbstständig zu werden. Man ist anderen immer eine Last. Wie kann man gottesfürchtig sein, wenn man jedem Gruppendruck und sei ja noch so leicht hinterhergeht, einfach nur, um konform mit den anderen Menschen zu sein? Wie kann man gottesfürchtig sein und Menschen nicht helfen wollen? Oder ein schlechtes Gefühl haben, aber sich nicht einsetzen, wie es auch bei einem Großteil derjenigen der Fall war, die auf die Knöpfe gedrückt haben, die die Stromschläge auslösten. Das heißt, der Monat Ramadan, liebe Geschwister, ja, ist in Wirklichkeit ein Instrument der Prävention. Das ist Präventionsarbeit. Dass du dir 29 oder 30 Tage dieses Erziehungsprogramm durchläuft, ist ein Präventionsprogramm, weil es sich davor bewahrt, ein mitlaufendes Schaf zu sein oder ein mitlaufender Knopfdrücker. Interessant wäre das Experiment gewesen, ja, wenn nur Muslime mit dabei wären, vor Ramadan und nach Ramadan beispielsweise. Ja, aber dafür ist es jetzt zu spät, ihr seid bereits alle eingeweiht. Maimun ibn Mihran, er sagte, das Allerkleinste, das Allermindeste vom Fastenmonat ist, dass du dich vom Essen und vom Trinken zurückhältst. Das ist ja die Mindestanforderung. Was lernen wir da draus? Dass es weit nach oben geht, dass wir ganz andere Aufträge haben im Ramadan, als uns nur vom Essen und vom Trinken zurückzuhalten. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich nicht von der lügenhaften Rede zurückhält und das Handeln danach und von den unwissenden Handlungen insgesamt, also von der Sünde, zurückhält. Allah hat kein Bedürfnis danach, dass er sich vom Essen und vom Trinken zurückhält. Natürlich verstehen wir den Sinn des Hadithes. Ja? Auch wenn wir also eine Sünde begehen, müssen wir trotzdem weiter fasten. Ja, aber wir verstehen, der Hadith zielt darauf ab, dass wir erzogen werden, unsere Zunge erzogen wird, unsere Augen erzogen werden, unsere Ohren erzogen werden, unsere Handlungen erzogen werden, unsere Gefühlswahrnehmungen werden erzogen. Und er warnte davor, sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin hadduhu min as-siyam, min siyamihi al-ju'u wal-atash. Es gibt einige Fastende, die von ihrem Fasten nichts haben außer Hunger und Durst. Keinen auch noch so kleinen Lohn bei Allah Ta'ala. Sie haben nur gehungert und dursteten. وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرِ. Und so mancher, der im Gebet nachts steht, hat von seinem Stehen im Gebet nichts außer Ermüdung. Außer, dass er nachts wach gewesen war. Das heißt, wir sollen transformiert, verändert werden. Wir sollen wie die Raupe durch den Kokon zum Schmetterling wird, so sollen wir den Monat Ramadan eine Verwandlungsphase haben, liebe Geschwister, eine Weiterentwicklungsphase haben. Weil die Raupe, liebe Geschwister, ist nicht die Bestimmung, sondern die Bestimmung ist, dass sie zum Schmetterling wird. Und die Raupe, liebe Geschwister, ja, setzt mal eurer Ehefrau eine Raupe vor. Bitteschön, habe ich für dich gesammelt. Ja? Und dann werden eure Wangen sehr schnell warm werden. Ja? Aber zeigt auf einen Schmetterling und sagt, du bist so schön wie dieser Schmetterling. Ja? Und euer Herz wird warm werden. Unsere Bestimmung, liebe Geschwister, ist dieser Schmetterling, nicht diese Raupe. Und das wird auch dadurch bestätigt, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der ohne Absicht, aus Versehen isst oder trinkt, der soll weiter fasten. Es kann sein, dass man sich im Bauch voll haut und dann am Ende, ach, subhanallah, ich faste doch. Aber kein Problem. Ja, das hat man nicht mit Absicht getan. Und man ist immer noch in dem Sinne im Ramadan, als dass man sich erzieht. Subhanallah. Ich schließe damit, liebe Geschwister, dass auch wenn diese Meinung von der Mehrheit zurückgewiesen wurde, und zwar mit sehr starken Argumenten, aber einfach nur um zu unterstützen, wozu dieser Monat da ist,
dass einige Großgelehrte, darunter Al-Auza'i, und das ist wirklich ein Schwergewicht, der Auffassung waren, dass wenn man Sünden begeht im Ramadan, dass man den Fastentag nachzuholen hat. Subhanallah. Weil man den Sinn vom Tag gar nicht erfüllt hat. Ja? Andere Gelehrte gaben etwas ausgewogenere Positionen wieder, Al-Baydawi beispielsweise, und sagen, dass das Fasten in dem Sinne nicht angenommen ist bei Allah, aber man hat eine Pflicht erfüllt und man muss diesen Tag auch nicht nachholen. Das war auch die Auffassung von Ibn al-Arabi, der große malikitische Rechtsgelehrte. Lass uns an dieser Stelle um die Vergebung Allahs bitten und um seine Rechtleitung. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, ich möchte, dass wir nach einem Gefühl streben im Ramadan. Ein Gefühl, ein besonderes Gefühl, was wir bekommen dürfen. Es ist im Bereich des Möglichen. Ich las vor einigen Jahren im Koran oder vor längerer Zeit den folgenden Vers. Die Vorgeschichte, dass Musa a.s. aus Versehen jemanden getötet hat, als er einen Streit verhindern oder auflösen wollte. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Er sprach: O mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, so vergib mir. Und Allah vergab ihm daraufhin, direkt. Innahu huwal ghafurur rahim. Denn Allah ist vergebend und barmherzig. Musa sagte: Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Mein Herr, dafür, dass du mir Gnade erwiesen hast, werde ich nie wieder einem Unrecht handelnden Hilfe zukommen lassen. Nachdem er erkannt hat, dass er da in etwas reingezogen wurde, fasste er diese Absicht. Und ich fragte mich, subhanallah, Musa alayhi salam, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Musa alayhi salam. Er war noch kein Prophet. Seine Berufung zum Prophetentum erfolgte erst später. Deswegen fragte ich mich, wie kann es sein, dass er Allah um Hilfe bittet, Allah informiert uns, dass er ihm vergeben hat. Dem Leser gibt er die Information und Allah vergab ihm. Aber woher wusste Musa a.s., dass er die Vergebung bekommen hat, wenn er noch kein Prophet war? Warum sprach er diese Worte: O Allah, dafür, dass ich deine Gnade erhalten habe, werde ich nie wieder einem Unrecht handelnden Beistand gewähren? Woher wusste er das? Wie ist das möglich ohne Offenbarung? Und die Antwort ist einfach, im Tafsir von Al-Jalalain, von den beiden Großgelehrten, Jalaluddin, As-Suyuti und sein Lehrer, steht es ganz einfach geschrieben, Musa a.s., er wusste das, er hat das gespürt. Er spürte die Vergebung Allah Ta'alas als Nicht-Prophet. Ma haqiqatu Ramadanik? Was ist die Realität deines Ramadans? Spürst du dieses Gefühl? Hast du es in der Vergangenheit gehabt, dass Allah Ta'ala dir vergeben hat? Lasst uns diese Frage alle, ich möchte diese Frage für mich zuallererst beantworten, liebe Geschwister. Ja, am Tag des Gerichts, ja, wird jeder um seinen eigenen Hals erstmal bemüht sein. Ja, vergebt mir, seht es mir nach, aber Allah Ta'ala sagt das so im Koran. Diese eine Frage möchte ich, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir sie suchen, die Vergebung Allahs, dass wir sie in unserem Herzen bereits spüren können. Lasst uns Allah Ta'ala an dieser Stelle bitten, O Allah, ja Allah, ja Mujib, du bist der Erfüller des Bittgebetes. Bitte segne den Propheten Muhammad und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute und lasse uns zu den Letzteren zählen. O Allah, bitte schenke uns deine Vergebung und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt, O Allah. Schenke all denjenigen deine Rechtleitung, die danach suchen. O Allah, lass uns gute Vorbilder sein. Lass uns unser Gebet lieben.
Lass uns zur richtigen Zeit Sehnsucht nach unserem Gebet haben, O Allah. O Allah, bitte bewahre uns vor dem Scharfsein, O Allah. O Allah, bitte bewahre uns davor, dass wir in den Sünden versinken. O Allah, bitte schenk uns Identität. Schenk uns Liebe zu deiner Umma. Schenk uns Sehnsucht zum Gebet, O Allah. Schenk uns eine Befriedigung durch das Koranlesen. Lass uns ein Zahnrad im Uhrwerk der Umma sein. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihr erbeten hat. Und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Und O Allah, stehe den Bekriegten bei und schenke den Gefangenen Befreiung und schenke den Unterdrückten Selbstbestimmung. O Allah, auf dass wir dir allein dienen dürfen. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.